zwar hat ein Zuschauer gerade bei Instagram geschrieben, dass er hier halbwegs in der Nähe noch einen Bunker kennt. Und dadurch, dass es jetzt dunkel wird und die Sonne gerade am Untergehen ist und wir natürlich Licht brauchen, ist man im Bunker recht geschützt vor neugierigen Blicken. Deswegen geht's jetzt zum Bunker. Und jetzt geht das Katz-und-Maus-Spiel hier wieder los. Wo ist die Luke? Irgendwo soll hier so ein gemauertes Stück sein, wo eventuell der Eingang in den Bunker ist. Wir haben gerade wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde nach dem Ding hier gesucht. Das Ding ist komplett eingewachsen. Wir waren gerade schon an verschiedensten anderen Stellen, wo wir dachten, er ist abgerissen. Aber das müsste er tatsächlich hier sein. Der Messi-Bunker. Überall Müll und Särma. Ach, schön. Hier drüben haben sie überall Autoreifen reingeschmissen. Jetzt kommen wir in den Schleusenbereich. Ja, so Schutztüren. Ach du Scheiße. Die Klos sind beliebt. Also hier waren mal eins Toiletten. 1961. Elektrotechnik, Netzersatzanlage. Anlassen, Abstellen, Netzschutz, Wahlschalter, okay. Hier steht noch einiges drin. Das ist ganz geil. Was war das hier? Tja, was war das? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Das sieht hier auch nicht so gesund aus, wenn ich ehrlich bin. In dem Moment, wo hier alles so extrem mit Graffiti voll ist, geht da wie so ein Charme verloren. Jetzt wieder das Thema Lüftung. Und hier könnte vielleicht ein Notausstieg sein. Ja, safe, ist hier ein Notausstieg da hinten. Aber es ist alles zugebaut. Ich habe jetzt erstmal alles freigeräumt und krauch hier lang. Ach du Scheiße. Alter. Da oben geht's raus. Das hier ist ein Notausstieg. Okay, bin ich mit im Wald. Ob die mich vermissen da drin? Läuft man hier nichtsahnd lang und findet plötzlich mitten auf dem LP zig Knochen. Guck dir das mal an. Alter, alles Knochen. So, Freunde, kleines Negativ-Update an der Stelle. Ich habe es gerade auf Instagram auch schon mal mit euch geteilt. Wir hatten gerade wieder mal jemanden, wie auch gestern, der uns heute 20 Minuten lang am Stück hinterhergefahren ist. Das kriegen wir natürlich dann auch mal mit. So, dann fahren wir in den Kreisverkehr rein, drehen da 4 Runden. Der dreht auch 4 Runden mit und wir wissen klar, okay, ist ein Zuschauer, der uns hinterherfährt. Ich finde es natürlich geil, Zuschauer zu treffen und auch ein Bild zu machen und zu quatschen. Alles cool. Aber es gibt irgendwie ein paar Grundregeln. Ja? Wenn ich irgendwo auf dem Supermarkt stehe und ihr seht mich, quatscht mich an. Wenn ich irgendwo langschlender, auf der Straße, im Park, whatever, quatscht mich an, alles gut, ich beiß nicht, ne? Ist völlig okay. Aber es ist nicht cool, mit dem Fahrzeug irgendwie 20, 30 Minuten einem hinterher zu fahren. Ja, irgendwie dann zum Anhalten zu bringen, zu hupen oder irgendwie sowas. Das muss halt nicht sein. Dieses Verfolgen, hinterherfahren ist nicht geil und auch das Stalken ist nicht geil im Sinne von, ah, ich sehe vielleicht in einer Story, er könnte da und da sein. Ich setze mich jetzt in mein Auto und fange an, ihn zu verfolgen, hinterher zu fahren, alles. Ist auch nicht cool. Allein gestern waren es insgesamt über 50 Leute, Einzelleute, die uns irgendwie angequatscht haben. Und heute waren es halt, glaube ich, auch fast 30 oder so. Wir sind am Übernachtungsspot. Ja, haben hier ein schönes Plätzchen uns gesucht. Bommel baut hier gerade schon sein Lager auf. Felix auch. Das schöne Dachzelt, was noch klitschnass ist wahrscheinlich. Findest du es geil, dich gleich in das nasse Zelt reinzulegen? Also ich denke, dass es drin schön kühl sein wird. Da freue ich mich geil. Drauf. Geil, ist angenehm, ne? Also da hole ich, da wird der Tropen ausgepackt. Und dann ist es was Schönes. Ah, herrlich. Sehr schön. So, jetzt wird gekocht. Pesto, Hörnchen, Vollkornnudeln sind hier am Köcheln. Ihr seht gar nichts. Flupp. Schön. Und Bommel haut hier gerade wieder ab. Der kocht hier nämlich auch und hat gerade eine kleine Story erzählt. Und zwar hat er nämlich beim letzten Übernachtungsspot heute Morgen einfach seinen Hocker stehen lassen. Seinen Tritthocker. Mein Einstiegs-Senioren-Rentnerhocker. So, Felix hat hier seinen neuen Ausbau. Das Video ist noch gar nicht online, ne? Naja, vielleicht ist es doch, es ist wahrscheinlich schon online, wenn dieses Video online ist, ja? Wahrscheinlich, ja. Und hier, das Ding ist schon richtig geil geworden. Ja. Also das ist
Birke Multiplex, glaube ich, und dann irgendwie so gefärbt. Genau, geölt. Geölt. Es sieht übelst fresh aus. Und hier, machen wir das Schubfach hier unten nochmal auf, das kleine. Wird jetzt auch eingeweiht. Ja, guck mal. Ne? Das ist halt. Boah, da kommt einfach hier noch so ein Schubfach raus mit Soft Close. Ja. Mega. Pass auf. Ja. Alter, ist geil. Herrlich. Oh, hier. Die wurde auch schon gefüllt, ne? Oh, Profi hier, guckt euch an. Ich hab dir da was hingelegt, der geht auch noch hier. 3-Sekunden-Regel. Ist das eine Grillpinzette oder was ist das? Das ist eine Kochpinzette. Kochpinzette. Ja. Nice. So langsam wird's, so langsam wird's. Machen Sie mal bitte hier auf. Was ist denn das? Digga. So. Aber jetzt ohne Scheiß, hat er sowas im Auto? Das habe ich bei mir im Auto, klar. Das habe ich bei mir zu Hause. Nein, das ist Felix, oder? Nein, das ist meins von zu Hause. Das ist deins. Das habe ich mir gekauft. Wenn ich mal ein kleines Schild hier mache, guck mal an. Bam, Junge. Guck's mal an. Geil, oder? Ich mache mir jetzt hier einen schönen romantischen. Vielleicht lasse ich es dann aber auch so aussehen. Okay, und dann würde ich mal sagen, gute Nacht. Guten Morgen, Freunde. Tag 3 bricht an unserer Lost Place Tour. Draußen scheint gerade die Sonne. Vorne ist die Scheibe gefroren. Es war ordentlich kalt heute Nacht, aber nicht in meinem Schlafsack. Und dann würde ich mal sagen, anziehen und auf zur ersten Location. Gerade noch ein bisschen gefrühstückt, alles entspannt zusammengepackt und jetzt geht's zur nächsten Location. Auf dem Plan steht ein ehemaliges Eisenwerk, also Industrie, und es soll recht groß sein. Aber ihr wisst es, man weiß immer nicht, ob man reinkommt, wie es wirklich vor Ort ist. Wir schauen einfach mal hin und ihr seid wieder mit dabei. Gleise sehen hier nicht mehr aktiv aus, ist keine Abnutzung drauf. Aber ich denke mal, irgendwo wird es schon ein Schlupfloch geben. Das ging einfacher als gedacht. Ist oft so. Meist findet man irgendwo einen Trampelpfad und der führt dann einfach direkt zu einem Einstieg. Wenn ich jetzt schon die ganzen Graffitis sehe, kann ich mir vorstellen, wie der Rest des LPs aussieht. Oh, jetzt gebrannt. Eieiei. Auch nochmal eine große Halle. Hier sind halt die heftigsten Graffitis dran. Alter. Wir sehen hier ein Schwein, ein Rind und ein Huhn, wie sie einen Menschen fressen. Das ist Kunst für mich, Freunde. Das ist wirklich Kunst. Und schaut mal, hier drüben zum Beispiel sind auch die nächsten Dinger. Alter, das ist ja eine richtige kleine Outdoor-Graffiti-Art-Gallery hier. Sieht ja übelst geil aus. Na, das feiere ich schon wieder. Bin mir gerade hier nicht sicher, ob das nicht teilweise wirklich legal hier mal irgendwann war. Aber wenn ich mir diese Graffitis angucke, das sieht halt schon richtig professionell aus. Danke. Das ist wie eine kleine Katze oder sowas. Ey. Übelst geil. Guck euch die Dinger an. Wir waren ja gestern in dieser Höhle und da fand ich die Graffitis einfach total unpassend und fehl am Platz. Aber hier finde ich saugeil. Mega. Also vielleicht kennt ihr die Location oder wisst was dazu. Guckt euch das hier an. Und hier ist nochmal so ein so Sketchart, nennt man das so. Alter. Ich muss sagen, ich mag ja generell so große Industriekomplexe, wo man einfach so wirklich ewig hier lang spazieren kann und sich die einzelnen Sachen anschaut. Aber hier werden natürlich keine Maschinen oder so mehr drin sein, denke ich mal. Alter, es ist eine fucking Kunstgalerie hier. Was ist das denn schon wieder? Hier war mal an der Tapete auch ein übelstes. Ah, das ist aber, glaube ich, gar kein Graffiti. Nee, das ist mit einem Pinsel gemalt. Krank. Also ich gehe immer mehr davon aus, dass hier wirklich mal eine offizielle Kunstgeschichte war. Alter. Einfach eine Riesenkatze. Hier steht Wasser drin. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwie Maschinen drauf standen. Alter. Oh, da fliegt erstmal eine Taube. Hier ist ein Riesenkessel. Wollen wir mal Trainsurfing machen? Nee, fühle ich nicht. Und warum nicht? Das ist gefährlich. Was passiert da? Wie sagst du das immer so schön mit Niklas?
klein, schwarz und hässlich wird er dann. Genau, Bommel sagt immer, beim Trainsurfen wird man klein, schwarz und hässlich. Und warum? Ja, weil du schön durchgeknuspert wirst an der Oberleitung. An der sogenannten Überleitung nämlich. So, wir gehen jetzt hier die Treppe hoch und nehmen euch auf diese wirklich spannende Abenteuerreise mal wieder mit. Bommel, pass auf bitte. Es ist gefährlich da. Ist halt keine Treppe da, ne? Entschuldige Nummer. Tut dir nicht weh. Ah, ich glaube, wir kommen jetzt hier oben in diese Kesselhalle. Ja, ja, ja. Stimmt, jetzt sind wir hier oben. Geil. Da unten kamen wir gerade rein und haben uns den Kessel angeguckt. Tschüss, Bommel. Geil wäre, wenn hier die ganzen Maschinen alle noch drin stehen würden. Zu viel Storo geguckt. Das kann schief gehen, Leute. Lasst sowas lieber. Ich habe auch eine gewisse Vorbildfunktion, also hört auf mit dem Scheiß. Ich meine das ernst. Lasst sowas, okay? Danke. Wieder zurück im Auto und auf zur nächsten Lokalität. Freunde, ich sag's euch immer wieder auf Touren mit dabei, egal ob im Alltag oder jetzt hier auf so einer schönen Lost Place Tour. Waifu natürlich, ja, gibt einem schön Energie, macht satt und könnt auf jeden Fall mal auschecken, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich meinen Rabattcode 10FRITZ nutzen bei eurer Bestellung. Grüßt euch hin, Leute. Hier ist bestimmt alles voll gekackt von irgendwelchen Junkies. Wir sind hier mitten in der Stadt. Okay, hier war mal ein Einstieg. Alter. Holy shit. Was ist das hier? Als kleiner Blick, hier vorne ist direkt die Straße. Wir sind hier mitten in der Innenstadt. Ich will dir nichts zeigen. Jetzt gerade? Jetzt gerade nicht, aber. Ey, hier leben Obdachlose, ne? Ja. Okay, Freunde. Das ist aber auch schmandig hier. Ich habe keine Ahnung, ist das hier ein Zugang zur U-Bahn oder was? Oder was ist das? Das ist eine Tür auf jeden Fall. Aber es ist doch alles dicht. Hier ist einfach 1:1 ein Obdachlosenlager mit Isomatte. Ey, was hängt da? Dreh ich mal um, Bommel. Bommel, dreh ich mal um, was ist in der Tüte da drin? Was ist das? Ist das Heroin? Ist das Kacke? Heroin? Drogen? Ich will jetzt auch nicht auf das Bett treten hier von dem Herrn. Alter, was ist das hier? Jetzt warte mal kurz. Guck mal hier. Ja. Holy shit, hier ist alles voll mit Spritzen. Hier, da sieht man es drauf. Also so Spritzdinger. Nicht, dass ich vielleicht von oben eine Nadel kriege. Hier ist ein Schlafsack drin. Ich dachte kurz, der liegt hier um die Ecke. Ja. Ah, jetzt kommt schon die Polizei. Hier ist was los. Alter, jetzt wird es richtig spannend hier plötzlich, Bommel. Ist das nur zur Situation? 100. Okay. Wollen wir eigentlich hier rein oder was? Ich weiß gar nicht, was das ist. Wo sind wir hier überhaupt, Bommel? Ist das hier eine U-Bahn? Nein, das ist der Notausgang zu dem Objekt, wo wir rein wollen. Meinst du wirklich? Weil ich glaube, hier gibt es auch noch so einen unterirdischen... ich weiß nicht, ob es eine Art Bunker ist. Irgendwie so ein Tunnel. Doch, das habe ich auch auf dem Tag. Da finden wir den Eingang zum Geheimtunnel. Das fühle ich hier gerade irgendwie. Also hier fühle ich aber auch Paul für eine Horrorstory. Ja. Überall Spritzen. Hä, das ist aber auch nur ein Raum. Ah, okay. Ah, nee. Da unten ist eine Luke. Das ist eine Luke, wo es weitergeht. Aber hier ist erstmal nur Lüftung. Aber was ist das hier drin? Wir gehen wieder weiter nach oben. Nicht, dass der Junkie gleich kommt und uns absticht. Dinger rum, hier auch schon wieder eine Spritzenpackung. Hier ist irgendwas angekokeltes. Eine angekokelte Packung. Ich warte eigentlich nur darauf. Was ist denn das hier? Softcellin C. Ey, hier hat er sich den Arsch mit abgewischt. Da ist Kacke dran. Hä? Hier ist Kacke dran an dem Tuch. Safe hat er sich halt einen Arschbohrer mitgegeben. Und hier oben ist halt direkt Parkanlage und da ist Straßenhäuser. Also ich muss das außenrum leider verpixeln, aber hier seht ihr mal das Objekt. Nee, ist hier fest. Mal, da geht ein Loch rein. Das wäre es jetzt gewesen. Alter, da geht's echt runter. Aber das ist komplett das zu. Ist dicht hier. Hier hat der Junkie sein Wohnzimmer. Hier liegen die ganzen Sachen rum. Hier ist auch wieder, wie bei dem anderen Ding, so eine Tür. Das waren doch aber mal Oberlichter, oder nicht? Ja, ja. Hier waren doch eigentlich Fenster und hier war unten ein Gang lang. Die Kegelbahn. Alter.
Freunde von uns waren nämlich schon mal hier vor Jahren und die haben sich hier irgendwie reingeseilt, aber dazu müssen wir erstmal einen Eingang finden. Kletterausrüstung habe ich dabei. Alles voll mit Kacke hier. Alter. Das sind keine Begriffe, ey. Ey, warte, da ist wirklich was offen. Warum ist... Warte mal, erstmal hier gucken kurz. Hier ist zu. Aber da oben ist ein Gitter und das ist offen. Da drüben kommt gerade die Bahn, Leute. Ey, wir müssen das alles ringsrum pixeln, ne? Ja, komplett. Du siehst ja hier alles, du bist ja mitten in der Stadt, Alter. Gar nicht auffällig, hier laufen überall Leute rum, ey. Alter, hier geht's halt einfach wirklich rein. Ein Raum. Fuck. Das ist nur ein Raum, aber wer weiß, vielleicht. Wir sind in der Lüftungsanlage. Ich gehe mal runter. Ah, hier geht's runter. Ah, da passen wir. Ja, aber da passen wir nicht durch. Ich sag mal, Anton und Schei würden jetzt hier durchkrauchen. Hier ist gar keine Verbindung nach unten. Das war hier früher mal der Club. Hier, bitte klingeln. Bam, bam. Dann war hier die Kamera. Dann wurde entschieden, ob du zum Glory Hole durftest oder nicht. Ja, so war das damals. Vor dem Lockdown war das alles noch auf hier. Eingang in ein Gewölbe klingt auch schon mal geil. Leute, jetzt bin ich hier wirklich, jetzt bin ich Feuer und Flamme. Jetzt will ich irgendwo rein. Was ist hier drüben? Aber hier ist ja nicht mal ein Scharnier dran, ne? Die ist komplett geschweißt. Das ist hier, dieser ganze Platz scheint irgendwie unterirdisch zu sein. Nee, nee, die ist hier. Die ist ja auch geschraubt. Die ist auch dicht. Ja, guck mal, hier sind auch Fliesen. Hier war irgendwie mal was. Hier sind auch noch so Grundmauern. Und hier ist plötzlich einfach so eine Platte. Irgendwann da drunter ist das Bernsteinzimmer, tatsächlich. Einfach die nächste Platte. Das ist doch hohl da drunter, oder? Ja. Hier geht's einfach runter. Hier ist ein Riesenplatz. Für die Wissenschaft. Und keine Stacheln, oder? Ja klar. Und überall Dorn, also keine Stacheln, sondern Dorn. Thorns? Hier ist irgendwie alles schon am Wegbröseln. Was ist das hier? Ich habe Angst, dass hier gleich irgendwas um die Ecke kommt, Alter. Mit einer Isomatte drin. Ich habe Angst, dass der Jungle um die Ecke tot liegt, Alter. Warte, ich kenne den Trick von Paul. Hallo? 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 Ist da jemand auf dem Dachboden? Ey, wenn der Jungle da einfach mit der Nadel um die Ecke sitzt. Ich würde es riechen, okay. Also da kann kein toter Mensch sein. Bommel zuckt. Ein paar Jahre. Ja gut, dann ist aber nur noch Skelett. Nur Skelett wäre nicht schlimm. Boah, willst du hier mal rein? Nein. Ist wirklich gemütlich, also es geht erst, eigentlich. Erstmal noch nicht. Oh, jetzt muss ich wieder vorgucken hier. Hallo? Okay, hier kann man stehen. Oh, ich gehe erstmal rein. Ich muss erstmal kurz checken, ob hier wer drin ist. Also wir sind ja anscheinend in der Lüftungsanlage. Okay. Hier liegen die übelsten Sachen, Alter. Im Fernglas, was ist das denn, Alter? Hier liegt überall ein Zeug. Rucksack. Einfach auch ein Hammer. Werkzeug. Krass. Hier haben schon Leute mit einem Wagenheber das Ding aufgemacht und dann aber festgestellt, dass hier eine riesen Metallplatte ist und sie nicht weiterkommen. Ich gucke gleich mal von draußen, ob es überhaupt weitergeht. Was ist das hier? Hier ist einfach so Werkzeug, so eine Mütze. Spooky. Okay. Boah. Nee, hier ist ja nur Lüftung.
geht's runter. Da wollen wir eigentlich hin, da unten. Aber es führt halt nur ein Kabelschacht dahin. Und kein Gang, wo ich durchpasse. So, ich laufe jetzt hier gerade mitten an der Straße. Hier ist überall Verkehr. Das ist die Rückseite, die Tür, wo wir mit dem Wagenheber gerade die Öffnung gesehen haben. Und die würde einfach nur hier rausführen. Freunde der Sonne, der brennende Himmelskörper tanzt am Horizont. Ich habe ja den Spaß bei dieser etwas chaotischen Lost Place so die letzten drei Tage. Ich habe einfach mal draufgehalten und alles so mitgenommen, was passiert. Ja, damit ihr mal einen richtigen Eindruck davon bekommt, wie es wirklich aussieht. In diesem Sinne, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kanal gerne abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.